Ich wollte euch heute ein kurzes Haul zeigen, ein Anti-Plastik-Haul. Und zwar habe ich ein paar Sachen gekauft. In letzter Zeit kaufe ich irgendwie häufiger Sachen. Aber es sind sinnvolle Sachen, weil ich andere Produkte damit ersetze, nämlich die aus Plastik. Und zwar habe ich hier wieder mal zwei Aufbewahrungsgläser gekauft. Ich habe die euch schon öfters gezeigt. Die habe ich jetzt wieder im Woolworths gekauft. Da kostet ein Glas in der Größe 3 Euro. Kann man super zum Beispiel Nudeln drin aufbewahren, ohne dass sie in Plastik sein müssen. Wenn bei uns in der Nähe ein plastikfreier Laden aufmacht, werde ich auch mit diesen Gläsern direkt hinfahren und direkt befüllen. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wie gesagt, pro Glas 3 Euro. Das sind die größten, die es gibt. Die haben 1700 Milliliter. Passt auch gut zum Beispiel Müsli rein. Dann habe ich Kleiderbügel gekauft aus Holz, weil ich noch sehr viele aus Plastik habe und die sind einfach schöner und naja, Holz ist einfach besser als Plastik. Die haben auch die 5 Stück 3 Euro gekostet. Dann habe ich hier noch ein Aufbewahrungsglas in der Größe M. Das hat 50 Cent weniger gekostet, also 2,50 Euro. Ist trotzdem noch ziemlich groß. Dann habe ich mir für Gewürze, ich habe es im letzten Haul schon gezeigt, das verlinke ich euch auch nochmal oben rechts, habe ich auch schon mal ein Edelstahlglas gezeigt. Jetzt habe ich die hier komplett mit Glas und so einem Verschluss, dass man die Menge eben dosieren kann. Ich habe vorher diese Gläser gesammelt von Tomatenmark oder von, von solchen pflanzlichen Aufstrichen eben, die kleinen Gläser, und habe dann damit gewürzt, aber es ist einfach leichter, wenn man hier Dosierung hat, weil ich hatte zum Beispiel beim Pfeffer, dass einfach viel zu viel rausgekommen ist. So kann man das einfach dosieren, schaut gut aus und ist umweltfreundlich. Habe ich mir 5 Gläser gekauft. So, und jetzt ein Teil, auf das ich mich schon sehr lange freue, nachdem ich schon sehr lange gucke. Und zwar, ich kaufe ja keine Plastikflaschen normalerweise, ich trinke das Leitungswasser oder mache mir eben ganz viel Tee. Und da ist es schade, dass ich das Leitungswasser dann wieder in Plastik tue und damit dann aufkoche. Also mein Wasserkocher besteht aus Plastik. Und das ist ziemlich schade, weil das Plastik gibt ja auch immer wieder Stoffe in das Wasser rein. Und eigentlich möchte ich ja diese Stoffe nicht haben. Jetzt habe ich einen ganz tollen Wasserkocher. Tada! Der ist aus Glas. Und das einzig Schade ist, dass das außenrum hier aus Plastik ist, aber das geht einfach bei Wasserkochen nicht anders. Ich habe so lange geschaut, du kannst keinen Griff aus was anderem haben als Plastik. Zumindest habe ich nach langer Suche immer noch nichts gefunden. Es hat sogar LED-Beleuchtung, wobei das eher unnötig ist, aber egal. Und den werde ich jetzt mal auspacken. 15 Euro hat er gekostet, also noch verhältnismäßig sehr günstig. Der gefällt mir. 1,7 Liter maximal. Ja, so wie mein vorheriger, auch wenn der ein bisschen kleiner ausschaut. Finde ich cool. Es hat hier auch leider wieder Plastik, aber dafür wird mein Wasser nicht von Plastik berührt. Also das ist komplett im Glas. Das ist sehr cool. Warum ich Plastik überhaupt so stark meide, habe ich ja mit den Stoffen schon angesprochen, aber es gibt noch viel mehr Gründe dazu und ich möchte das einfach in einem separaten Video nochmal machen. Wird aber noch ein bisschen dauern, weil ich mich richtig darauf vorbereiten möchte und recherchieren möchte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mir doch mit einem Daumen nach oben und wenn ihr mehr solcher Videos möchtet, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Und jetzt könnt ihr euch gerne noch diese beiden Videos hier anschauen oder das hier, je nachdem, was ihr gerade möchtet. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss!